Toti, Top Horse of the Year, das wurde hier gewählt. Und natürlich gibt es einen strahlenden Sieger, Vanessa Kossen. Wenn Models durch die Messehallen schreiten, dann ist es wieder soweit. Die Reiterwelt hält Ausschau nach den schönsten des Landes. Mit Verlaub, zwei Beine sind zu wenig, es müssen vier sein. Denn Deutschland sucht das Top Horse of the Year. Fünf Privatpferde haben es ins Finale geschafft und streiten um die Gunst der Jury mit Springreiterin Janne Friederike Meyer. Auch Tanja Bernsen hofft, dass ihr Hannoveraner Hengst Woman Lover schon mit einem Huf im Model-Business steht. Seit Wochen trainieren sie zu Hause im niedersächsischen Nordhorn für Fotoshootings und den ganz großen Auftritt. Die Vorteile von Woman Lover für Tanja Bernsen ganz eindeutig. Seine Ausstrahlung, sein einfach, dass er ein ganz ruhiger, lieber, netter Hengst ist. Gerade weil er halt noch Hengst ist, dass er trotzdem eigentlich immer alles für mich gibt. Und ich möchte die anderen Leute auch davon überzeugen, gerade die Jury davon überzeugen, dass er das Zeug dazu hat. Coolness im Finale, Fehlanzeige. Und die Jury ist irritiert von der Verkleidung als Polizeireiterin. Auch deshalb am Ende nur Platz 4 für Woman Lover. Er war jetzt schon sehr abgelenkt, vielleicht auch durch seine Hormone ein bisschen beeinflusst und konnte sich nicht so ganz darauf konzentrieren, hier stehen zu bleiben. Das macht es natürlich für den Vorführer schwieriger, aber trotzdem auch ein tolles Pferd. Auf Platz 1 Stargate, ein Haflinger aus Bayern. Dass ich jetzt nur auf Platz 4 gelandet bin, finde ich jetzt nicht schade. Ich war im Finale und ich freue mich darüber, dass ich hier war. Und ja, ich weiß ja, was ich an ihm habe und für mich ist er trotzdem das Top Horse of the Year. Modeltraum geplatzt? Nein. Traum erfüllt, einmal wie die ganz Großen im Rampenlicht gestanden zu haben. Ja, und irgendwann machen wir auch noch mal einen Wettbewerb der schönsten Namen. Woman Lover hat es nicht geschafft, Top Horse zu werden. Aber mal gucken, wer heute den großen Preis gewinnt. Das könnte Schaman werden, Levisto, Grace, Cassidy und wie sie